Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema die Klasse 212a und der Mythos des unsichtbaren U-Bootes. Die Klasse 212a war international in aller Munde, weil sie einige völlig neue Eigenschaften aufweist und ja, sich der Mythos entwickelt hat, dass diese U-Boote absolut nicht aufzuklären wären. Da haben sich tatsächlich relativ prominente internationale Formate mit beschäftigt. Ich will jetzt hier einfach mal nur um eins zu nennen, Future Weapons, wo dann so ein ehemaliger Navy SEAL oder angeblich ehemaliger Navy SEAL sich dann die Boote anguckt und völlig begeistert ist und alles Mögliche. Ja, auf jeden Fall waren sie im Spotlight der internationalen Presse und was da so dran ist, das wollen wir uns heute mal angucken. Wir beginnen aber wie immer erstmal mit der Geschichte, wie es überhaupt zu diesem U-Boot kam. Und zwar die Geschichte der U-Boot-Waffe ab dem Zweiten Weltkrieg. Es gab bereits im Ersten Weltkrieg U-Boote, es gab auch davor schon U-Boote, aber so ab dem Zweiten Weltkrieg wurden sie dann richtig relevant. Die U-Boote im Zweiten Weltkrieg hatten alle durchgängig einen Dieselantrieb. Dieser Dieselantrieb hat natürlich einen Nachteil, er läuft nicht unter Wasser. Dieselantriebe brauchen unglaubliche Mengen an Luft, um zu funktionieren. Also um ein zündfähiges Gemisch herzustellen, brauche ich natürlich den Kraftstoff, in dem Fall den Diesel, und in mindestens gleichen Anteilen, nee, stimmt nicht, in viel größeren Anteilen, noch Luft. Dass die mir in einem relativ kleinen U-Boot nur sehr, sehr begrenzt zur Verfügung steht und meine Besatzung natürlich auch noch atmen will, ist wahrscheinlich jedem klar. Dementsprechend kann ich diesen Dieselantrieb nur laufen lassen, wenn ich gerade aufgetaucht bin oder, wie es später dann sehr gut funktioniert hat, über einen Schnorchel. Damit die überhaupt tauchen konnten, hatten diese Boote anfangs sehr, sehr kleine Akkumulatoren. Klein hier gar nicht auf die Größe bezogen, sondern eher auf die Kapazität. Ich meine, wir gucken uns heute mal die aktuellen Elektroautos an und da hat sich schon sehr viel getan mit der Energiedichte. Damals waren aber die Energiedichte in Akkumulatoren sehr begrenzt. Das heißt, ich hatte riesige Akkumulatoren, die eine sehr begrenzte Kapazität hatten und dementsprechend war auch meine Tauchdauer sehr begrenzt. Als Beispiel für eines dieser U-Boote zu nennen ist die deutsche Klasse 7. Ja, jeder, der das Boot geguckt hat, wird sich jetzt an diese U-Boote erinnern. Das war nämlich auch ein U-Boot der Klasse 7. Ja, später zum Ende des Krieges hin wurden dann größere bzw. leistungsfähigere Akkumulatoren verbaut. Man hat da wirklich Zeit und Arbeit und Forschung investiert, um die Leistungsfähigkeit dieser Akkumulatoren zu erhöhen und konnte damit dann auch die Tauchdauer verlängern. Als Beispiel dafür zu nennen ist hier die Klasse 21, die im Krieg gar nicht mehr so großen Einsatz gefunden hat, aber ja, revolutionär war, was die Tauchdauer anging. Das ging nicht nur um die Akkumulatoren, das ging auch um die sehr, sehr leistungsfähige Schnorchelanlage, womit man dann ja, mit einer minimalen Signatur die Akkumulatoren über den Dieselantrieb aufladen konnte. Nun, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, dann kommt die Zeit der, ja, wo wir keine Armee haben, aber irgendwann haben wir wieder eine Armee. Und da fahren wir dann grundsätzlich erstmal wieder mit den U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg in sehr kleiner Stückzahl und später kommen dann die ersten Neuentwicklungen. Da wäre zuerst die Klasse 201, dann die Klasse 202. Dann in einer, naja, endlich mal halbwegs signifikanten Anzahl die Klasse 205 und schlussendlich die Klasse 206 und ihre Modifikation Klasse 206 Alpha. Das ist auch die Vorgängerklasse der Klasse 212. So, wenn wir jetzt hier Zuschauer haben, die bei der US Navy gedient haben, die werden jetzt wahrscheinlich ganz hart zusammenzucken, weil was sehen wir hier? Wir sehen hier die USS Enterprise, einen atomgetriebenen Flugzeugträger, damals das Flaggschiff der US Navy, durch das Zielperiskop der U-24. Wie ist diese Aufnahme zustande gekommen? Die U-24 ist übrigens ein U-Boot der Klasse 206 Alpha. Ja, wie ist diese Aufnahme zustande gekommen? Im Rahmen einer internationalen Übung hat sich dann dieses Boot so weit an diesen Flugzeugträger heranschleichen können, dass es innerhalb des Trägerverbandes war, also
innerhalb der Eskorte, die diesen Flugzeugträger eigentlich schützen sollte, und dann auf Seerohrtiefe gegangen ist und mit seinem Periskop oder durch dieses Periskop dieses Zielfoto geschossen hat. In der Bundeswehr gibt es da jetzt noch Legenden über die simulierte Versenkung des Flugzeugträgers bis hin zur simulierten Versenkung des ganzen Trägerverbandes und so weiter, wo ich gar nicht genau drauf eingehen will. Aber was man hier auf jeden Fall sehen muss, diese Boote der Klasse 206A, die ja eigentlich zur Küstenverteidigung Deutschlands gebaut worden sind, haben hier, naja, zumindest ein recht peinliches Foto für die US Navy geschossen. Das hat wohl angeblich auch dazu geführt, dass der befehlshabende Admiral dieses Trägerverbandes dann wohl seinen Ruhestand ein bisschen früher genießen durfte, obwohl er wahrscheinlich überhaupt nichts dazu konnte. Das einmal zur Klasse 206A und also der Vorgängerklasse der Klasse 212. Jetzt wollen wir uns einmal kurz die Klassifizierung von U-Booten angucken. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich kann die sowohl nach ihrem Antrieb als auch nach ihren Aufgaben oder ihrem Auftrag klassifizieren. Grundsätzlich machen wir das jetzt erstmal nach dem Antrieb, weil das viele Sachen schon ausschließt. Wir beginnen mit dem dieselelektrischen Antrieb, den wir ja bereits im Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben. Und diese U-Boote sind in der Regel sogenannte Jagd-U-Boote. Was ist ein Jagd-U-Boot? Ja, ein Jagd-U-Boot ist dafür da, um entweder andere U-Boote zu jagen oder andere Schiffe zu jagen und zu versenken. Das ist eigentlich der Hauptauftrag der Diesel-U-Boote. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Sonderformen. Da muss man jetzt zum Beispiel die Dolphin-Klasse, was ein U-Boot der israelischen Marine ist, nennen. Die werden in Deutschland gebaut und da gab es ganz seltsame Forderungen. Und zwar haben die mehrere Torpedorohre in einem Standardformat und zwei Torpedorohre in einem Maß, was es eigentlich gar nicht gibt. Zum einen geht man, also es gibt keine richtigen Informationen dazu, aber zum einen geht man davon aus, dass hier natürlich zum einen Taucher abgesetzt werden sollen, was aber theoretisch auch im normalen Maß geht. Zum anderen geht man aber auch davon aus, dass daraus modifizierte Harpunenflugkörper verschossen werden sollen, die auch in der Lage sind, Nuklearwaffen zu tragen. Wir erinnern uns, Israel hat den Atomwaffensperrvertrag niemals unterschrieben. Sie haben auch niemals offiziell gesagt, dass sie Atomwaffen haben. Man ist sich aber eigentlich sicher, dass Israel über Atomwaffen verfügt. Dementsprechend dann halt auch diese, naja, Torpedorohre mit dem ungewöhnlichen Maße. Das wäre dann zum Beispiel ein umgangssprachliches Raketen-U-Boot auf dieselelektrischer Basis. Weiterhin haben wir die Atom-U-Boote, die durch die US Navy folgendermaßen klassifiziert werden. Einmal die SSN, Ship Submergible Nuklear, also im Prinzip versenkbares oder tauchbares Schiff mit Nuklearantrieb. Ship Submersible Ballistic Nuklear, also wieder ein nuklear angetriebenes U-Boot mit der Möglichkeit, ballistische Raketen zu verschießen. Und Ship Submersible Guided Missile Nuklear. Also auch wieder ein U-Boot mit Nuklearantrieb, was in der Lage ist, Marschflugkörper zu verschießen. In der Regel spricht man hier jetzt bei den unteren zweien von Raketen-U-Booten, zumindest beim zweiten. Beim dritten ist das so ein Mittelding und beim ersten in der Regel von Jagd-U-Booten. Ausnahmen bestätigen die Regel, bitte jetzt mich hier nicht zerlegen. Kommen wir also zur Klasse 212A. Hier mal ein schönes Bild im Dock, beziehungsweise während der Fertigung müsste es tatsächlich so gewesen sein. Was waren die Anforderungen? Nun, man wollte auf jeden Fall einen außenluftunabhängigen Antrieb haben, wie es zum Beispiel der Nuklearantrieb war, um halt dieses Problem nicht mehr zu haben, was man beim Dieselmotor hat, dass man immer wieder auftauchen muss oder zumindest auf Schnorcheltiefe gehen muss, um die Batterien zu laden. Jetzt gibt es aber ein Problem. Zu der Zeit, wo die ersten Überlegungen zu diesem U-Boot begannen, unterlag Deutschland noch dem Protokoll Nummer 3 über die Rüstungskontrolle der WEU-Verträge bis ins Jahr 1980 und die haben uns verboten, nukleare Antriebe für U-Boote zu konstruieren. Dementsprechend brauchte man eine Alternative. Wie diese Alternative aussieht, schauen wir uns später noch an. Man hat aber eine gefunden. Weiterhin war eine Forderung international einsetzbar, aber
trotzdem weiterhin noch in den deutschen Küstengewässern einsetzbar, ähnlich dem Konzept der 206a. Was ist dabei dann rausgekommen? Ein Boot deutlich größer als die Boote der Klasse 206 Alpha, natürlich nicht vergleichbar mit den russischen oder amerikanischen Atom-U-Booten, aber deutlich größer. Eine Länge über alles von 56 Metern, eine Breite von ca. 7 Metern, Tiefgang von ca. 6 Metern, eine Verdrängung aufgetaucht von 1500 Tonnen, abgetaucht, also getaucht, Entschuldigung, von 1800 Tonnen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten und einer Bewaffnung 6 Torpedorohre im Kaliber 533 mm. Zum Antrieb muss man hier sagen, ganz klassisch, erstmal ein Dieselgenerator, ein Elektrofahrmotor sowie eine Batterieanlage. Bis hierhin soweit normal, soweit gewöhnlich. Dazu kam dann aber eine Brennstoffzelle. Wir erinnern uns an den außenluftunabhängigen Antrieb. Das wäre diese Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle hat aber noch andere Vorteile, auf die wir später eingehen. Um jetzt zu verstehen, warum diese Brennstoffzelle so wichtig und so revolutionär ist, muss man sich Folgendes angucken, und zwar, wie klärt man U-Boote eigentlich auf? Über Wasser ist es relativ einfach, klärt man es nämlich auf wie jedes andere Schiff, übers Radar, optisch oder Infrarot. Das funktioniert heutzutage tatsächlich auch bei U-Booten, die auf Seerohrtiefe fahren und geschnorchelt oder am Schnorcheln sind, weil diese Radaranlagen inzwischen sehr hochauflösend sind und auch selbst so ein Schnorchel auf einer gewissen Distanz erkennen können. Selbe gilt für Infrarot, da in der Regel ja über den Schnorchel die Abgase vom Dieselmotor abgeleitet werden und die halt auch eine gewisse Temperatur haben. Natürlich werden die gekühlt, aber das nur am Rande. Wie machen wir das Ganze jetzt unter Wasser? Naja, Wasser hat die unglaublich doofe Eigenschaften, dass sie Wellen im elektromagnetischen Spektrum total schlecht übertragen. Da zählen sowohl Radarstrahlen als auch das Licht im sichtbaren und unsichtbaren Bereich, also optisch und Infrarot dazu, was es schwierig macht, diese Techniken dort anzuwenden. Also musste man sich was anderes überlegen. Wasser hat aber eine andere sehr gute Eigenschaft, die da wäre, dass es Schall sehr gut überträgt. Jetzt stellen wir uns zwei Fragen auch wieder, um darauf einzugehen, warum ist diese Brennstoffzelle so wichtig? Wie funktioniert ein Sonar und die Antriebe von U-Booten? Die beiden Themen hängen unmittelbar miteinander zusammen, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht vermutet. Also die erste Frage, wie funktioniert ein Sonar? Sonar ist ein Akronym, was Englisch steht für Sound Navigation and Ranging, also so viel wie Geräuschnavigation und Entfernungsabmessung. Beim Sonar muss man in zwei verschiedenen Betriebsmodi unterscheiden: aktiv, früher auch hat man dazu Echolot gesagt, und passiv, ja, Hydrophon. Also heutzutage ist aber gängig in der Marinetechnik, ist eigentlich aktiv und passiv. Wie funktioniert das Ganze also? Wir beschäftigen uns zuerst mit dem aktiven Sonar. Da hat man sich ein Konzept aus der Natur genommen. Wir sehen hier rechts eine Fledermaus, die mehr oder weniger über ein Sonar verfügt. Sie schreit in einem Spektrum, was für uns nicht hörbar ist, und zwar im Ultraschallbereich, und nimmt diese Wellen dann wieder auf. Wir schauen uns das Ganze mal an. Also wir geben ein Signal aus, einen sogenannten Ping. Jeder kennt dieses Geräusch, wie der mal Das Boot oder andere Filme, Jagd auf Roter Oktober oder was auch immer geguckt hat. Das ist dieser Ping, das Signal, das ich ausgebe. Dieses Signal wird reflektiert, zum Beispiel vom Meeresboden, vom anderen U-Booten, von Schiffen, aber auch zum Beispiel von der Meeresoberfläche. Und dann fange ich dieses Signal wieder auf, also das, was zu mir zurückreflektiert wird. Durch die Auswertung dieses Signales kann ich dann ein relativ genaues Bild davon erstellen, was um mich drumherum passiert. Das Ganze hat aber einen Nachteil. Ich offenbare damit meine eigene Position. Also wenn ich diesen Ping mache, kann jeder, der ebenfalls sein Sonar gerade verwendet, im passiven Modus genau nachvollziehen oder mehr oder weniger genau nachvollziehen, wo ich mich gerade befinde. Eine Anmerkung nochmal zu der Fledermaus rechts. Das ist immer so das klassische Beispiel, weil es jeder kennt fürs Sonar. Richtiger wäre es aber eigentlich, diese Tierchen hier zu nehmen. Pottwale verwenden nämlich ein tatsächliches Sonar im Wasser, was tatsächlich mehr oder weniger eins zu eins genauso funktioniert wie das
aktive Sonar unserer U-Boote. So, jetzt haben wir festgestellt, wenn ich aktiv pinge, bin ich gut aufzuklären, was grundsätzlich erstmal schlecht ist, wenn ich gerade andere U-Boote oder andere Schiffe jage. Es gibt aber noch das passive Sonar. Wie funktioniert das? Ich gebe hier kein aktives Signal aus, sondern ich setze mich mehr oder weniger hin und lausche. Das Ganze ist vergleichbar mit den Richtungshörern aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ein Mikrofon oder in dem Fall ein Hydrofon, was drehend gelagert ist. Dieses kann ich in alle möglichen Richtungen schwenken. Und darüber kann dann der Sonarmann hören, was um ihn drumherum passiert. Das Ganze verstärkt und mit tausend verschiedenen Einstellungen und so weiter. Und dadurch, dass ich das richten kann, kann ich dann auch feststellen, woher kommt dieses Signal und habe dann also eine Peilung, wo sich mein Gegenüber befindet. Das Ganze ist jetzt natürlich total vereinfacht und wird der ganzen Komplexität des Themas und vor allem der Komplexität der Aufgabe des Sonarmanns überhaupt nicht gerecht, aber zum grundsätzlichen Verständnis sollte das erstmal reichen. Also fassen wir kurz zusammen. Aktiv, ich pinge, ich sehe sehr viel, ich werde aber auch gesehen. Passiv, ich lausche nur, ich sehe relativ wenig, werde dafür aber auch nicht gesehen. Jetzt gehen wir auf die Antriebe vom U-Booten ein. So, wir erinnern uns wieder an unseren dieselelektrischen Antrieb und an den nuklearen Antrieb. Der dieselelektrische Antrieb ist abhängig von der Außenluft. Also der Dieselmotor braucht die Außenluft, damit er die Batterien laden kann. Also ist er laut im Dieselbetrieb. Aber im Batteriebetrieb ist das U-Boot dann sehr, sehr leise, weil eine Batterie macht beim Entladen kein Geräusch. Der Nuklearantrieb ist außenluftunabhängig und ist in diesem Betrieb vergleichsweise leise, also im Vergleich zum Dieselmotor. Jetzt schauen wir uns mal die Vorteile der Brennstoffzelle gegenüber dem dieselelektrischen Antrieb. Was macht eine Brennstoffzelle überhaupt? Eine Brennstoffzelle generiert mehr oder weniger aus einer chemischen Reaktion eine elektrische Spannung, eine elektrische Energie. Diese Reaktion ist außenluftunabhängig. Ich habe damit also viel längere Tauchdauern ohne Schnorcheln, als es die Diesel-U-Boote zulassen. Um da mal ein Beispiel zu nennen, ein deutsches U-Boot der Klasse 212 ist mal 18 Tage ohne aufzutauchen unter Wasser geblieben. Das war gar nicht geplant gewesen, sondern man musste sich da mehr oder weniger den Elementen, dem starken Seegang ergeben und hat sich dann entschieden, lieber getaucht zu fahren, was dann zu dieser 18 Tage langen Tauchfahrt führte. Ein U-Boot oder zumindest unsere U-Boote, die über einen Brennstoffzellenantrieb verfügen, haben alle Vorteile des dieselelektrischen Antriebes, weil sie haben diese Komponenten immer noch verbaut. Schauen wir uns die Vorteile gegenüber des nuklearen Antriebs an. Wir sehen jetzt nochmal kurz die Vorteile des nuklearen Antriebs, außenluftunabhängig und vergleichsweise leise. Aber wie funktioniert so ein nuklearer Antrieb? Nein, eigentlich alle aktuellen Atom-U-Boote, die ich kenne, verfügen über einen sogenannten Druckwasserreaktor. Was ist ein Druckwasserreaktor? Na, im Endeffekt ist das eine Dampfturbine. Also über meine Brennelemente erhitze ich Wasser, dieses Wasser verdampft, dieses Wasser baut einen gewissen Druck auf und treibt dann durch diesen Druck eine Turbine an. So, jeder, der mal in einem Kraftwerk war oder sich mal auch kleinere Dampfturbinen angeguckt hat, weiß, dass die relativ laut sind. Die sind natürlich jetzt nicht 1:1 vergleichbar mit den Turbinen, die in so einem U-Boot drin sind. Und man kann auch hier Maßnahmen ergreifen, um sie leiser zu machen. Aber dennoch ist es immer noch ein sich sehr, sehr schnell drehendes Teil mit einer gewissen mechanischen Geräuschentwicklung. Weiterhin verfügen diese U-Boote in der Regel nur über sehr kleine Akkumulatoren. Die können bei manchen Klassen zum Schleichfahrtbetrieb genutzt werden, über sehr kurze Dauern, weil solche U-Boote auch einen sehr erhöhten Energiebedarf haben und dementsprechend sehr, sehr große Akkumulatoren bräuchten, um lange damit zu fahren. Mal noch dran denken, das sind in der Regel riesige Apparate von 100 Metern und mehr.
Zum anderen muss man dazu sagen, dass auf vielen Atom-U-Booten diese Akkumulatoren eigentlich nur für einen Notbetrieb gedacht sind. Das heißt, wenn mal der Druckwasserreaktor ausfällt, also das können so einfache Sachen sein wie ein Lagerschaden an der Dampfturbine, dann will ich zumindest noch die Möglichkeit haben, um aufzutauchen. Dass der originäre Zweck dieser kleinen Akkumulatoren. So, demgegenüber stellen wir jetzt die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle ist ebenfalls außenluftunabhängig. Sie ist extrem leise. Also mal im Vergleich zum Dieselantrieb sowieso und selbst im Vergleich zur Dampfturbine ist die Brennstoffzelle sehr leise. Die landläufige Meinung ist, dass sie gar kein Geräusch verursacht. Das stimmt auch nicht. Aber wir reden hier teilweise über unter 30 Dezibel für solche Anlagen, was wirklich, wirklich leise ist. Und im Falle unserer Brennstoffzellen-U-Boote sprechen wir immer noch über sehr große Akkumulatoren, die es mir erlauben, sehr, sehr lange ohne überhaupt irgendeine Form von Energiegewinnung zu fahren. Das heißt, ich kann, wenn ich auf Schleichfahrt bin oder auf Angriff oder Feindfahrt oder wie man es auch immer nennen will, kann ich selbst meine sehr leise Brennstoffzelle immer noch komplett abschalten und habe dann wieder nur den Betrieb durch Akkumulatoren. Und wir erinnern uns, Akkumulatoren erzeugen kein Geräusch beim Entladen. Kommen wir also zur ursprünglichen Frage zurück. Sind sie also unsichtbar? Nein. Warum nicht? Zum einen erinnern wir uns an die aktive Sonartechnik. Ich kann sie aktiv immer noch orten. Und hier spielen zum Beispiel Sachen rein wie U-Jagdhubschrauber. Was macht ein U-Jagdhubschrauber? Der fliegt halt in die Region, wo er denkt, dass U-Boote sind, oder als sie vermutet, was auch immer, lässt dann an einem langen Kabel ein sogenanntes Dipping-Sonar ins Wasser und fängt dann dort an, aktiv zu orten. Warum kann er das machen? Naja, weil es ihm relativ egal sein kann, ob das U-Boot weiß, wo es ist, weil die meisten U-Boote keinerlei Gegenmaßnahmen gegen solche Hubschrauber aufweisen. Also er ist relativ sicher, er hat von dem U-Booten wenig zu befürchten. Das ist auch eigentlich so der Hauptfeind von U-Booten. Aber auch gegen aktives Orten kann ich Gegenmaßnahmen ergreifen. Zum einen kann ich mich verstecken in der Nähe des Meeresgrundes, in der Nähe der Wasseroberfläche und so weiter. Ich kann mich in verschiedenen Strömungsschichten und Wasserschichten verstecken. Leute, die hier U-Boot-Sonarleute sind, die kennen sich da wahrscheinlich tausendmal besser aus, aber verschiedene Wasserschichten haben verschiedene Übertragungsfrequenzen, nenne ich es jetzt mal, für diese Sonarsignale und können dementsprechend mir eine gewisse Deckung bieten. Und zu guter Letzt kann ich konstruktive Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel die Hüllenform des U-Bootes, womit ich eine relativ geringe Rückstrahlfläche für dieses Sonar biete, ähnlich wie es zum Beispiel moderne Kampfflugzeuge tun. Zum anderen auch die Oberfläche des U-Boot-Körpers. Da werden solche Matten aufgebracht, die dann das Sonarsignal zerstreuen sollen und weniger dann zum Sender zurückschicken sollen, also damit auch zum Empfänger. Und weiterhin macht bekanntlich nicht nur der Antrieb Geräusche in so einem U-Boot. Zum Beispiel der Propeller. Und ja, ich habe mich belehren lassen, mein Schwager ist Schiffbauer, der unter anderem auch U-Boote baut oder das irgendwann mal tun wird. Es ist nicht die Schiffsschraube, es ist der Propeller. Ja, auf jeden Fall macht natürlich auch dieser Propeller Geräusche. Dann macht die Besatzung Geräusche, deswegen herrscht auf solchen U-Booten auch in der Regel während der Feindfahrt sehr hohe Betriebsdisziplin, also was Geräuschdisziplin angeht. Und zu guter Letzt habe ich natürlich Strömungsgeräusche an, zum Beispiel meinen Aufbauten am U-Boot, die auch wieder ortbar wären. Wie gefährlich sind jetzt aber solche U-Boote, also Diesel-U-Boote und Brennstoffzellen-U-Boote. Man muss dazu sagen, das Diesel-U-Boot wurde lange Zeit mit dem Aufkommen des Nuklearantriebes, naja, schon fast zum alten Eisen erklärt, weil man der Meinung war, die wären nicht mehr konkurrenzfähig. Dazu schauen wir uns aber mal eine Situation an. Und zwar haben wir hier links die HMS Invincible, das ist ein Flugzeugträger der Royal Navy, also der britischen Navy, und hier rechts
ein Schiff der Klasse 209, die San Luis, der argentinischen Marine. Das, die Klasse 209 ist eine Modifikation oder Exportversion der Klasse 206A. Was ist da also passiert? Im Falklandkrieg 1982. Die San Luis nähert sich unentdeckt der Invincible bis auf unter 7000 Meter und feuert 8 Torpedos auf die Invincible ab. Keiner der Torpedos trifft. Die Ursache dafür war ein Bedienerfehler. Dennoch kann sich die San Luis unbeschadet aus dem Staub machen. Also obwohl dann Aktivmaßnahmen ergriffen worden sind, von dem kompletten Trägerverband dieses U-Boot zu finden und zu versenken, haben sie das nicht geschafft, dieses U-Boot zu versenken oder überhaupt zu finden. Hier rechts sehen wir einmal die San Luis. Was ist da mit den Torpedos passiert? Ja, wir erinnern uns, die U-Boote wurden in Deutschland gebaut und als irgendwann der Falklandkrieg vorbei war, haben sich dann unter anderem die Hersteller des U-Bootes und die Hersteller der Torpedos mal angeguckt, was dort passiert ist und was war dieser Bedienerfehler. Naja, wir reden hier von drahtgesteuerten Torpedos oder drahtgelenkten Torpedos und die wurden einfach nicht richtig angeschlossen, sprich zwei Drähte wurden verpolt. Damit konnten diese Torpedos halt auch nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und sind dann irgendwo hingeschwommen, aber nicht dahin, wo sie hin sollten. In der argentinischen Navy sagt man immer noch, ein Mechaniker hat den Krieg verloren. Ja, kann man so sagen. Was zeigt uns jetzt aber diese Situation und vor allem auch die Situation mit der USS Enterprise? Naja, es passiert immer wieder bis heute, das ist auch anderen Nationen noch gelungen, dass in aktiven Gefechten und auch in Übungen es diese kleinen belächelten Diesel-U-Boote es immer wieder schaffen, sich in Trägerkampfverbände reinzumogeln, dort völlig unentdeckt ihr Spiel zu spielen, Waffen abzufeuern und sich dann sogar wieder unbeschadet zu verziehen. Das zeigt, wie potent dieser vollelektrische Antrieb ist. Ja, wenn diese U-Boote auftauchen müssen, um ihre Akkumulatoren zu laden, sind sie angreifbar, sind sie vor allem sehr gut entdeckbar. Wir reden hier aber nicht über Zeitperioden wie im Zweiten Weltkrieg. Die haben durchaus die Möglichkeit, mehrere Stunden auf dem Akkubetrieb zu fahren. Und durch den Brennstoffzellenantrieb erhöht sich, wie wir es gesehen haben, diese Zeit auf über 18 Tage, wo wirklich jede realistische Feindfahrt mit abgedeckt wäre. Können sie ganz so lange tauchen wie Atom-U-Boote? Nein, keine Frage. Weil dafür reicht der Treibstoff halt einfach nicht. Ein Atom-U-Boot hat so gesehen nahezu unbegrenzten Treibstoff. Das ist nur auf die Brenndauer der Lebensdauer der Brennelemente beschränkt. Weil die Atemluft an Bord so eines U-Bootes ist viel weniger als ein Problem, als man sich das vorstellt. Man kann über diverse Maßnahmen, zum Beispiel sogenannten Atemkalk, das wurde auch tatsächlich schon im Zweiten Weltkrieg getan, und über Luftaufbereitungsanlagen, Kohlenstoffdioxidfilteranlagen und halt nicht zuletzt auch Sauerstofftanks die Luft auf einem U-Boot unglaublich lange aufbereiten, ohne dass es da irgendeine Form von Problem mit der Atemluft geht. Also da geht wirklich zum Beispiel in der Klasse 212 eher der Treibstoff aus, als dass die Atemluft ausgeht. Das ist also kein Problem mehr. Ja, nachdem wir jetzt die Frage tatsächlich beantwortet haben und wir wissen, ja, die U212 sind sehr, sehr gefährlich, aber sie sind nicht unentdeckbar, beschäftigen wir uns einmal ein bisschen mit der Zukunft. Und zwar wird es da in Deutschland und in Norwegen die Klasse 212 CD geben, die in Teilen auf der Klasse 212 aufbaut. Wofür steht CD? Common Design, also das gemeinsame Design, und betrifft hier dann die Länder Norwegen und Deutschland. So wird der Aal dann irgendwann mal aussehen, ungefähr. Ich glaube, die ersten für Norwegen gedachten Schiffe sind tatsächlich sogar schon auf Kiel gelegt. Diese U-Boote werden noch mal größer werden als die U-Boote der Klasse 212A. Sie werden eine neue Hüllenform erhalten. Warum? Wir erinnern uns an die konstruktiven Maßnahmen, um mich einer aktiven und passiven Ordnung zu entziehen. Wir haben ja, wenn man das U-Boot jetzt von vorne anguckt, so grob eine umgedrehte Diamantenform, die wohl besonders gut ist, um sich halt aktiven Ortungsmaßnahmen zu entziehen.
Weiterhin werden diese U-Boote deutlich mehr Waffen tragen. Angedacht ist zum jetzigen Zeitpunkt, das wünscht sich vor allem die norwegische Marine, ein Marschflugkörper bzw. Seezielflugkörper. Wahrscheinlich ist da die Einrüstung von NSM gedacht. Also das ist das, was Sinn macht. In welcher Form das passieren wird, ob die dann übers Torpedorohr verschossen werden oder wie in diesem Konzept für die Klasse 216, also eine Exportklasse der 212, gedacht über einen eigenen, ja, eigenes Vertical Launch System, ist zu diesem Zeitpunkt mir zumindest noch nicht klar und ich konnte da keine Informationen zu finden. Weiterhin angedacht ist die Einrüstung des Systems Sea Spider. Was ist Sea Spider? Sea Spider ist ein Anti-Torpedo-Torpedo der Firma Atlas Electronics. Das ist mehr oder weniger ein kleiner Torpedo, der auf andere Torpedos abgeschossen wird und diese dann vernichtet. Meines Wissens nach das einzige bisher getestete und funktionierende System. Also es gab bereits Versuche mit dem System und die ja, Funktionstüchtigkeit wurde nachgewiesen. Vielleicht mache ich da tatsächlich noch mal ein paar Video darüber. Sehr interessantes System, weil es mich aus dieser Lage rausbringt, mich nur hinter passiven Schutzmaßnahmen zu verstecken und ich auch aktiv gegen angreifende Torpedos etwas unternehmen kann. Und IDAS. Was ist IDAS? So sieht das Ganze aus. Wir erinnern uns an den U-Jagdhubschrauber und das ja, relativ schutzlose U-Boot. IDAS ist ein Flugkörper, der grob gesehen auf der Iris-T basiert. Dieser wird aus dem Torpedorohr verschossen. Vier Stück können in einem Torpedorohr gelagert werden und ist drahtgelenkt. Nach dem Abschuss steigt der auf und hat vorne natürlich einen Sensorkopf drin und verfügt über eine sogenannte Man-in-the-Loop-Funktion. Das heißt, ein Bediener, der unten im U-Boot sitzt, kann sehen, was dieser Suchkopf gerade aufzeichnet und kann damit dann zum Beispiel diese U-Jagd-Hubschrauber bekämpfen, ohne dabei auftauchen zu müssen. Man kann damit theoretisch auch Schiffe bekämpfen oder küstennahe Ziele, allerdings muss man dazu sagen, dass der Gefechtskopf auf diesem Flugkörper doch relativ klein ist. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiges und in Teilen auch revolutionäres System, um sich gegen Hubschrauber zu verteidigen. Hier nochmal kurz aufgeschlüsselt, auch IDAS ist wieder ein Akronym, Interactive Defense and Attack System for Submarines, also so viel wie interaktives Schutz- und Angriffssystem für U-Boote. Naja, das zur Zukunft. Ich bin sehr gespannt auf die Klasse 212CD, wie sich das entwickeln wird und vor allem, wie viele Schiffe es dann schlussendlich werden, weil wir tatsächlich seit der Ausmusterung der Klasse 206 ein massives Defizit in der U-Boot-Fähigkeit haben, was die Stückzahl angeht. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne wieder rein, wenn euch weitere Themen im Bereich der Rüstungstechnik interessieren. Zum Schluss kommen wie immer meine Bilderquellen, die findet ihr diesmal auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim nächsten Video. Linke Stellung stopfen!